Der Alten Academy Discord-Server. Wer bei diesen Worten nur Bahnhof versteht, dem sei es verziehen und möge nun in den nächsten Minuten eine ganze Menge, auch für die Zukunft, dazulernen. Los geht's. An dieser Stelle sei gleich zu Beginn gesagt, das ist heute ein Infovideo, das kein direktes Bergsportthema behandelt, sondern vor allem ein Community-Service für euch ist. Und deshalb solltet ihr davon natürlich auch was mitbekommen und wissen, damit sich dieser Service auch lohnt. Schon vor einer halben Ewigkeit, als ich noch 2.000 oder 3.000 Abonnenten auf dem Kanal hatte, hatte ich die Idee, einen Discord-Server zu erstellen, damit wir uns etwas unmittelbarer austauschen können und von unserem gemeinsamen Wissen profitieren, aber natürlich auch Spaß haben können. Das hat relativ gut funktioniert und es sind mittlerweile wirklich einige Mitglieder am Start. Wer Discord, also das Programm, nicht kennt, dem möchte ich diesen Service jetzt kurz erstmal vorstellen. Discord ist ein Programm, mit dem man im Prinzip ein Forum schnell und einfach erstellen kann. In diesem Forum gibt es aber nicht nur lange Fragen und lange Antworten, sondern es ist einfach egal, ob man eine spezifische Frage hat oder einfach nur sinnbefreit in kurzen Nachrichten plaudern will. Es gibt in unserem Fall auch keinerlei Formvorschriften oder ähnliches. Wie bei vielen Foren gilt es, einen Benutzer anzulegen, damit man im Forum auch einen Namen hat. Hat man sich einen Account angelegt, dann kann man sich entweder die Software, also Discord, runterladen oder auch als Web-Application verwenden, beziehungsweise natürlich auch am Handy. Dafür einfach im Play Store oder App Store die App Discord oder eben am Computer den Client runterladen. Mit dem erstellten Account anmelden und zack, ist man grundsätzlich eigentlich schon dabei. Dann musst du nur noch unter diesem Video hier auf den Link klicken. Und los geht's. Über diesen Link bekommst du einmalig die Einladung zum Discord-Server. In Zukunft brauchst du diesen Link also nicht mehr. Immer wenn du Discord öffnest, hast du den Alpen Academy Bergsport-Server immer zur Auswahl. Nun siehst du im ersten Moment aber erstmal gar nichts. Das hat auch einen Grund. Nicht jeder Hans und Franz soll uns hier ausspionieren können. Daher solltest du dir erstmal die Regeln durchlesen, die auf dem Discord-Server bindend sind, wenn du mitschreiben und mitlesen möchtest. Die Regeln müssen auch jedenfalls eingehalten werden. Wenn du die Regeln gelesen und akzeptiert hast, dann klickst du unbedingt auf den Daumen hoch. Erst dann werden automatisch alle Kanäle und Gruppen freigeschalten. Nun erkennst du vielleicht auch langsam, wieso ich hier von Forum spreche. Hier haben wir jetzt diverse kleine Gruppen und in diesen Gruppen Kanäle. Die möchte ich dir kurz erklären, damit du gleich zu Beginn einen perfekten Überblick hast und nicht gleich überfordert von dannen ziehst. Bei den Infos findest du alles Wichtige über die Alpen Academy, anstehende Livestreams und Veränderungen auf YouTube oder am Discord-Server. Hier kannst du beispielsweise bei Livestream-Vorschläge Videos posten oder Themen vorschlagen, die im nächsten Livestream auf jeden Fall Aufmerksamkeit erhalten sollten. Dann gibt es die Kategorie Tipps, Tricks und Ratschläge. Bei aktuelle Verhältnisse kannst du nach Verhältnissen auf diversen Bergen fragen. Bei Ausrüstung geht es immer heiß her zum Thema Ausrüstung. Schuhe und Co. Bei Grundlagenkurs kannst du alle Fragen zum Thema Grundabläufe im Bergsport, Technikfragen und Co. stellen und besprechen. Tourenberichte und Tourentipps erklären sich ja eh quasi von selber. In der Kategorie Unterhaltungsecke findet alles statt, was den Bergsport sekundär betrifft. Will man sich also allgemein über Bergsport oder entsprechend Bezogenes unterhalten, ist der Allgemeinkanal eine super Anlaufstelle. Der Memes-Kanal wird für allerlei geschmackloses und geschmackvolles Bildmaterial genutzt. Angebote und Rabatte sind dann die Schnapper, die man in letzter Zeit so gefunden hat und mit der Welt teilen möchte. Der Früher war alles besser-Channel ist einzig und allein jenen gewidmet, die den Discord-Server schon vor dem Umbau kannten und leidenschaftlich gerne meckern. Am Marktplatz könnt ihr eure Käufe und Fehlkäufe wieder loswerden und diesen Kanal quasi als Bergsport-Ebay nutzen. Off-Topic ist, wie der Kanalname schon sagt, alles, was einfach nichts mit Bergsport zu tun hat. Hier kann es um Politik und die richtige Pasta-Zubereitung und auch um Tante Ernas komischen Ausschlag an der rechten Wade gehen. In diesem Kanal gibt es keinerlei Themenvorgaben. Bei den Videoideen könnt ihr allerlei Sachen schreiben, die ihr gern schon mal in Videoform von mir sehen würdet. Wenn es diese Videos schon gibt, gibt es meist kurz darauf einen Link dazu zurück.
Die Sprachkanäle beschreiben sich quasi von selber und dürfen gerne auch genutzt werden. Auch wenn der Alpenacademy Community Discord sehr schriftlich ist, muss das natürlich nicht so bleiben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, auch gerne miteinander zu plaudern und auch ich stoße sehr gern dazu. Die Event-Kategorie ist etwas Besonderes. Dieser Bereich beschäftigt sich mit der Alpenacademy und den Community-Events. Diese werden entweder von mir oder anderen tollen Mitgliedern organisiert und in diesen Kanälen geht es um die Planung und Vorbereitung für einzelne solcher Events. Die Community-Projekte sind eine besonders coole Kategorie, da ihr hier besonders aktiv sein könnt. Bei eure Bilder kommt alles rein, was ihr in letzter Zeit so unternommen habt. Bei den FAQ-Fragen könnt ihr für künftige FAQs eure Fragen posten, die dann mit einbezogen werden. Bei den gemeinsamen Touren könnt ihr gemeinsam Touren planen und euch über gemeinsame Touren und mögliche Touren austauschen. Das können Touren unter euch sein, aber auch offene Touren, wo einfach allerlei Leute dazustoßen können, wenn ihr das wollt. Bei Rate den Gipfel könnt ihr das Wissen der Community auf die Probe stellen und eure Gipfelkreuze zum Rätsel machen. Einfach ein Bild posten und schauen, ob jemand draufkommt, wo das Kreuz dann steht. Bekannte Gipfel kriegen hier normalerweise mehr Kommentare. Logischerweise. Bei Tourenpartner gesucht könnt ihr eine Tour reinschreiben, vielleicht auch noch, was die Anforderungen dafür sind und in welcher Region die Tour stattfindet. Dann seht ihr auch schnell, ob ihr Partner für die Touren findet oder Leute in der Nähe sich für die Tour anschließen wollen. Für Klettertouren und Hochtouren ist das besonders hilfreich, aber auch für alle, die nicht gern allein und einsam durch die Berge ziehen eben. Bei den Umfragen und Abstimmungen könnt ihr jederzeit euren Senf zu meinen Fragen abgeben. Ich gebe Fragen mit Auswahlmöglichkeiten vor, ihr könnt dann eure Meinung dazu kundtun. Ich nutze diesen Kanal immer, wenn es um die Gestaltung des Kanals oder anderweitige Ideen geht. Ihr könnt hier also ganz aktiv an der Gestaltung der Alpenacademy teilnehmen und sie bereichern, wenn ihr das möchtet. Ganz ohne viel Mühe. In der Kategorie Training könnt ihr euch super über Trainingstipps und noch Fragen austauschen. Einmal zum Klettern und einmal zum Bergsteigen. Jetzt kommen wir noch zur allerwichtigsten Neuerung am Discord, den Sektionen. Die Alpenacademy ist kein eingetragener Verein, ich finde sowas irgendwie affig, sondern eine offene Community, die keine Beiträge einnimmt, keine Fixbeiträge. Ab jetzt gibt es aber zwei große Gruppen am Discord. Diese Gruppen sind die DAAC, also die Deutsche Alpenacademy Community, und die ÖAAC. In diesen beiden Gruppen gibt es Sektionen mit jeweiligen Bundesländern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Ganz einfach. Viele aus der Alpenacademy Community kommen aus der gleichen Region. Wer daher eine Tour vorhat, kann Leute aus seiner Region suchen, um vielleicht die Touren zusammen zu machen oder auch langfristig dadurch einen Bergpartner zu finden, der aus der gleichen Gegend kommt, sodass man öfter auf Touren gehen kann und die gleiche Region auch relevant findet. Region, nicht Religion. Daher gibt es im Bergland Sektionen, die nach Bundesland aufgeteilt sind und fürs Flachland zusammengefasste Sektionen, da es hier deutlich weniger Mitglieder gibt. Diese Sektionen sind nicht auf ein spezielles Thema beschränkt. Hier ist es vollkommen egal, worüber sich unterhalten wird. Diese Sektionen dienen vor allem der Connection jener Leute, die aus der gleichen Gegend kommen, damit man sich eben über lokale oder gemeinsame Aktivitäten austauschen kann. Das muss nicht unbedingt bergsportbezogen sein. Es geht um eine Ecke für alle, die ähnliche Interessen haben. Im Prinzip ist es wie Parship, nur eben für Bergsportler und auch etwas ungezwungener. Bergship. Nein, Alpship. Alle 11 Minuten findet jemand auf Alpship eine neue Tour. Wie auch immer. Natürlich ist das jetzt nicht so streng, wie man das jetzt vielleicht glauben mag. Wer aus Stuttgart ist und ständig Touren in Bayern macht, der kann natürlich auch in Bayern-Sektionen nach dem Weg und nach Partnern fragen. So, das waren die einzelnen Channels und Kategorien für alle Neugierigen jetzt mal erklärt. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige und wirklich allgemeine Info zum Discord-Server. Dieser Server ist locker. Sehr locker. Man braucht hier keine Rechtschreibprüfung, um nicht ausgelacht zu werden und auch keine Krawatte. In erster Linie ist es meistens erfrischend lustig und ich glaube, die Menschen, die schon lange dabei sind, die werden das zu 100% bestätigen können. Und genau das ist mir auch wirklich wichtig. Hier muss sich niemand fürchten, eine dumme Frage zu stellen. Niemand braucht ein Bewerbungsschreiben einreichen, um hier akzeptiert zu werden. Wir haben wirklich, wirklich verrückte Leute auf dem Discord und niemanden interessiert es und es ist wirklich immer eine nette Zeit. Viele verbringen hier gefühlt ihre komplette Freizeit. Ja, du bist gemeint, Laurin.
Ob man einfach mal Fragen hat zu irgendeinem Thema oder auch einfach nur über Gott und die Welt quatschen will, es ist eigentlich komplett egal. Uns eint eine große Leidenschaft. Wir haben von absoluten Einsteigern bis hin zu Bergführern und auch Extrembergsteigern wirklich alles am Discord. Und eigentlich hat bei uns jede und jeder einen Platz, der einfach weiß, wie man sich halbwegs zivilisiert verhält. In diesem Sinne, ich hoffe, der Discord findet bald weiteren Zuwachs. Ich hoffe, ihr habt hier eure Freude. Ihr könnt gerne ein kleines Hallo auch im allgemeinen Channel posten, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr aber nicht. Es freut mich wirklich, wenn ich höre, dass schon so viele Leute gemeinsam Touren über den Discord geplant haben. So viele Leute fixe Tourenpartner durch die Community haben, sich so viele Bergfreunde gefunden haben. Es ist halt wirklich wie Parship. Huiuiui. In diesem Sinne, ich und viele andere, wir freuen uns auf eine coole gemeinsame Zeit mit euch. Bei uns ist immer irgendwas los. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!